So, wir sind wieder live. Mit dem FC Sachsenhofen ist er schon in die Bayernliga aufgestiegen und jetzt will er in die Regionalliga. Und der heutige Gast ist Hannes Sigurdsson. Servus und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Starten wir dann direkt mit dem FC Sachsenhofen. Wie kam es denn dazu, dass du Trainer beim FC Sachsenhofen wurdest? Ja, also wir haben in Kontakt miteinander gekommen, da irgendwo in Anfang des Jahres 2018. Und das hat eigentlich sehr schnell gelaufen. Also, wir hatten schon drei, vier Termine, ich habe ein paar Spiele angeschaut und das hat irgendwie alles gepasst und das war gute Chemie zwischen mir und die Leute, die hier arbeiten. So, ja. Hattest du vor dem FC Sachsenhofen schon eine andere Trainerstation oder warst du schon mal woanders, wo du schon mal Erfahrungen sammeln konntest? Ja, also ich war Co-Trainer in Norwegen ein Jahr 2006 beim Egersund, das ist dann die dritte Liga Norwegen. Und dann hatte ich schon eine spielende Co-Trainerrolle. Und damals war ich nicht so sicher über, dass die Trainerleben war meine Karriere oder ob ich überhaupt wollte den Weg gehen. Aber dann habe ich eine Pause über ein Jahr gemacht und ich habe Fußball so vermisst. Und mir fehlte das einfach. Also ob das die Stimmung in die Kabine ist oder die Adrenalin am Spieltage oder insgesamt auf der Rasse zum Stehen, dann wüsste ich, dass ich wollte unbedingt zurück. Okay. Und wie war dann der Beginn? Weil, wie gesagt, du hast selber gesagt, du hast dann ein Jahr Pause gemacht. Wie war es am Anfang für dich, so wirklich jetzt Cheftrainer zu sein? Und warst du am Anfang nur, wie gesagt, Co-Trainer? Und jetzt warst du wirklich Cheftrainer? War das dann am Anfang schwer oder hast du dich eigentlich schnell eingefunden? Ja, das hat eigentlich ganz schnell gut gelaufen. Wir hatten gutes Vorbereitung damals. Ich hatte eigentlich ganz klare Ideen über, wie ich wollte das machen. Anfang der Saison war ein bisschen schwierig, aber das passiert auch öfter, wann eine neue Trainer kommt rein. Dann fängt er zum Beispiel, wie in der Vorbereitung, fängt er super an und dann kommt der eine Schwache. Ja? Und dann haben wir das irgendwo organisiert und dann haben wir gesehen, was wir müssen verbessern. Und seit dann hat das eigentlich gut gelaufen. Das ist dann seit Herbst 2018. Ja, und ja, würde ich sagen, eigentlich hat das ganz schnell gelaufen. Das war ein ganz normaler Schritt für mich. Du sagst gerade, es ist gut gelaufen. Es ist ja eigentlich sehr gut gelaufen. Du bist in deiner ersten Saison direkt aufgestiegen, in 34 Spielen 23 Mal gewonnen. Wie war das da für dich? Also hast du damit gerechnet oder war das auch vielleicht das Ziel vor der Saison aufzusteigen? Oder was wurde dir sozusagen von den Verantwortlichen vom FC gesagt? Du meinst von der also 18-19 Saison oder jetzt? Genau, in der ersten Saison 18, 19 beim Ja, Versuch. wir hatten schon 2 Jahresplan zum Aufsteigen. Ja, wir wollten aufsteigen. Ja, also die Verein Sachsenhofen hat seine 100-jähriges Geburtstag gehabt letztes Jahr. Und in diesem Zeitraum, diesen 2 Jahren, wollten wir in Bayern gekommen, für erstes Mal. Und das haben wir Gott sei Dank geschafft in die erstes Jahr. Und ja, es war eigentlich super. Das war knapp. Aber das hat sich gut erledigt. Nochmal zur Verständnis, der Plan war, in 2 Jahren wollte ich aufsteigen in die Bayernliga. Ja, genau. Ja, und jetzt seid ihr auf dem zweiten Rang in der Bayernliga und steht sozusagen vor dem Aufstieg in die Regionalligaa. Auf dem ersten Platz ist Pippins Ried, aber die sind sozusagen uneinholbar mit 19 Punkten vor euch. Aber wie realistisch findest du jetzt die Chancen, dass ihr jetzt aufsteigt in die Regionalliga? Ich finde die Chancen eigentlich ganz gut. Wir stehen gut an. Ich glaube, wir haben 4 Punkte Vorsprung bei der Wasserburg und Ingolstadt. Und Ingolstadt hat ein Spiel mehr gespielt. Das bedeutet, dass wir haben natürlich noch 8 Spiele zum Spielen. So viel kann passieren. Aber das ist eine gute Ausgangsposition für die letzte Phase. Aber wir wissen schon, dass wir müssen extrem hart arbeiten und alles richtig machen, die zweite Platz behalten. Weil die anderen Mannschaften, die haben nicht. Die haben nicht aufgehört zum Kämpfen, glaube ich. So, wir stehen gut an, aber wir müssen unsere gute Arbeit, also unsere Stimmung, unsere Moral, das müssen wir alles behalten bis zum Ende. Und wenn dann der Aufstieg irgendwann gelingen sollte, in der Saison gelingen sollte, gibt es schon Planungen für die vierte Liga? Will man vielleicht auf Jugendarbeit setzen? Will man vielleicht neue Spieler verpflichten? Oder gibt es da schon Entwicklungen im Verein? Also erstmal müssen wir natürlich schauen, dass wir schaffen den zweiten Platz, um dann durch die Relegationsspiele zum Regionalliga kommen. Das ist schon ein langer Weg, aber das ist natürlich machbar. Bei uns ist das so, die
Das Verein hat eine ganz klare Philosophie. Wir arbeiten mit unseren eigenen Spielern. Wir arbeiten mit jungen Spielern. Und du siehst das, wir haben die Aufstiegs- und Bayernliga gemacht. Dann haben wir sozusagen eigentlich keine neuen Spieler reingebracht. Wir haben zwei von unseren eigenen Spielern, die haben zurückgekommen. Und dann haben wir 4-5 Stück von die A-Jugend genommen. Ansonsten kommt keine andere rein. Das ist ungefähr die gleiche Karte als in Landesliga. Das ist natürlich so, dass die Schritt zum Regionalliga ist vielleicht ein bisschen größer, oder die Verschied von Bayernliga bis zum Regionalliga ist größer als Landesliga zum Bayernliga. Aber das ist trotzdem so, dass wir würden nicht unsere Prinzipien oder Philosophie ändern. Bedeutet nicht, dass kein Spieler kommt rein, aber das wird nicht so, dass wir werfen 15 neue Spieler. Das machen wir nicht. Verstehe ich. Und jetzt dann zu dir persönlich. Dein Vertrag mit dem FC Lindenhofen wurde im letzten Dezember vorzeitig verlängert. Ja. Wer kam da auf wen zu? Oder war das so ein Anliegen von beiden Seiten? Oder wie kam es da zustande? Die Zusammenarbeit hat extrem gut funktioniert. Also ich muss sagen, dass ich finde, dass ich habe extrem Glück gehabt, dass ich habe da ist nur von getroffen, die Menschen, die hier sind. Und ich bin sehr froh, dass ich kann hier wieder arbeiten. Und wir sind auf einem guten Weg und die Arbeit ist noch nicht fertig gemacht. Also jetzt haben wir als Verein für uns bestimmt, dass wir geben alles für Regionalliga. Und da hast du extrem viele Menschen hier, die haben hart gearbeitet, dass wir kriegen die Lizenzierung. Ja? Und ja, das ist ein besonderes Verein und das war ganz einfach für mich zu sagen, dass ich will hier weiterbleiben. Das ist auch nicht erledigt, also wir haben unsere Ziele noch nicht erreicht und die will ich gerne mit der Mannschaft und mit dem Verein erreichen. Und wenn man jetzt auf die lange Sicht schaut, du sagst gerade Ziele, welche Ziele nimmst du dir für den Verein, sagen wir mal in den nächsten Jahren oder generell, wie stellst du dir deine sportliche Zukunft in den nächsten Jahren vor? Ja, wir können das kurzsichtig sagen, das ist schon klar, dass wir wollen in der Regionalliga. Wir stehen gut an, wir haben die Möglichkeiten, da gibt es genug Arbeit, bis wir das geschafft haben, aber wir sind willig, die Arbeit zu machen, weit auf dem Platz und draußen von dem Platz und das ist der erste Schritt und länger in die Zukunft schaue ich nicht. Das ist einfach das müssen wir hoffentlich zusammen erledigen und dann können wir schon in die Zukunft schauen, was die nächste Schritt wird. Und wenn man jetzt auf deine Karriere schaut, du warst A-Nationalspieler Islands, du hast damals in der englischen Erstliga bei Stoke City gespielt. Wie helfen dir die Erfahrungen, die du sammeln konntest, da oder wie gibst du dir die Erfahrungen, die du sammeln konntest, an deine Spieler weiter? Wie machst du das? Also so eine lange Karriere, ich glaube, ich habe schon 16, 17 Jahre gespielt im 12 Vereine. Dann triffst du natürlich viele verschiedene oder du lernst verschiedene Ideen über Fußball, viele verschiedene Trainers gehabt. Und du kannst etwas von jedem Trainer nehmen. Ja? Und bei uns, also wir haben schon, das war schon klar vom Verein, die wollen natürlich offensives und schönes Fußball spielen. Und das finde ich, dass wir haben das gut zusammen gemacht. Ich finde, dass wir spielen ganz offensives Fußball, aber gleichzeitig erfolgreiches. Und ja, also die Leute hier, die haben am meisten, eigentlich alle haben eine gute Ausbildung bekommen, entweder bei uns hier in Deisenhofen oder beim Haching, 60, Bayern. So, das ist sehr einfach, die Leute zum Trainieren und neue Ideen reinzubringen, ist nicht schwierig. Okay. Du sagst selber, du hast eine lange Karriere gehabt, du hast 2000 angefangen in Island und bist dann als junger Spieler nach Norwegen zu Vikings Stavanger gewechselt. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wie war das für dich dann damals in diesen jungen Jahren von Island nach Norwegen? War das eine Umstellung und wenn ja, wie hast du die gemeistert? Nein, also ich muss ehrlich sagen, ich hatte immer die Erwartung, dass ich würde viel früher rausgehen. So, wenn ich 18 war, dann hatte ich ein bisschen die Angst, dass ich hatte die, was kann man sagen, den Zug verpasst. Ja. Ja. So,
bei mir, das war immer klar, dass das war die Wege, ich gehen wollte. Und ich habe auch viele Offerungen gemacht dafür. So, das war kein Thema. Norwegen war auch ein logischer Schritt von Kultur, ist das ziemlich eng mit Island und von der Sprache. Das ist nicht so schwierig. Also, ja, glaub, ich glaube, ich habe das im halben Jahr bis einem Jahr gut gesprochen. So, das war ein ganz normaler Schritt. Und in meinen Augen damals 18, das war die richtige Zeitpunkt. Also das konnte nicht später werden für mich. Okay. Und du sagst dann, du warst dann 3 Jahre in Norwegen und hast dann auch irgendwie für Aufsehen hast du auch erregt. Und warst dann nach der Zeit in Norwegen, warst du schon bei Stoke in der englischen Liga, in der englischen ersten Liga sozusagen. Wie war das für dich als junger Spieler mit Anfang 20 in der höchsten englischen Spielklasse zu spielen, in einer der besten Ligen der Welt zu spielen? Wie war das für dich? Nein, das war die zweite Liga in Norwegen damals. Zweite Liga in England. Oh, das war Championship. Das ist keine. Das ist okay. Ja, das okay. Ist dann Niveau 2, also Bundesliga 2. Niveau. Ja, das war in Ordnung. Also ich hatte schon viel Verletzungen und alles, aber das ist natürlich ein Erlebnis in England zum Spielen. Die Kultur ist komplett Fußball-Wahnsinn. Also du gehst in einen Supermarkt und ungefähr jeder hat eine Meinung über das letzte Spiel oder das nächste Spiel. Und ja, du hast schon gesehen, wahrscheinlich im Fernsehen oder ob du am Stadion war, wie die Stimmung in England ist. Das ist schon besonderes dort zum Spielen. Im Stoke City hatten wir super Fans. Super, ganz heftiges Leben am Stadion jedes Wochenende. So, das war eine ganz, ganz schöne Erlebnis, muss ich sagen. Und danach ging es vielleicht auch noch ziemlich viel weiter. Du warst in Dänemark aktiv, in Schweden, in Russland, in Kasachstan. Und am Ende warst du noch beim SV Grödich in Österreich. Und danach ging es nach Deutschland zum Jahr in Regensburg. Warum hast du dich entschieden zu sagen, oder warum hast du so selten in einer Stadt, in einem Land, warum hast du dich entschieden, so viel zu sagen, zu sehen, so viele Erfahrungen bei verschiedenen Vereinen zu sammeln? Ja, das war so, dass ich war sehr viel verletzt in meiner Karriere. Und da kommt ein Zeitpunkt, wo ich habe gedacht, ja, was will ich mit meiner Karriere machen? Ach so, körperlich weiß ich, dass ich schaffe das nicht auf die allerhöchste Niveau. Aber mental bin ich noch da. Also ich will gerne was erleben und ich kann noch spielen. Ja? Egal, ob ich nicht 100% körperlich bin. Und dann hatte ich die Möglichkeit, einfach im Skandinavien zu bleiben bis zum Karriereende. Und das hat mich irgendwie nicht interessiert. Ich wollte was erleben, verschiedene Kulturen kennenlernen, neue Sprachen lernen und deswegen habe ich den Weg genommen. Also zum Beispiel in Russland war ich da ganz kurze Zeit, aber ich hatte schon die Möglichkeit, länger zu bleiben. Das hat einfach damals für mich gereicht. Kasachstan, gleiche Sache, ich konnte da weiterbleiben. Aber dann hatte ich schon auch einen Jahres Erfahrung in Kasachstan gehabt. Und ich habe das absolut genießt. Und dann kommt das so, dass ich rede mit meinem Berater, und sagen Bescheid, dass bald ist das vorbei. Das war vor, ich komme nach Grödich. Und das war immer für mich wichtig, irgendwo in Deutschland oder Süddeutschland, Teil von Österreich, Teil von Schweiz, zu spielen und wohnen. Weil ich war einmal hier in Urlaub, glaube ich seit, ja, wann war das? 97. Mhm. Ich war absolut verliebt in Bayern. Ja? Und dann kommt mein Berater zurück mit Grödich in Salzburg. Gleiche Kultur, natürlich wunderschönes Natur, Bundesliga in Österreich und das war für mich ein absoluter Traum. Und nach dem Saison habe ich schon eigentlich mich bestimmt für Karriereende. So, das war für mich ein ganz schönes Ende, aber irgendwie, das ist schwierig zum Aufhören, Fußball zu spielen. Mhm. Absolut. Und nach 3-4 Monaten, dann fängt der Telefon zum Anrufen und dann habe ich halbes Jahr in Norwegen gemacht, dann am Ende in Regensburg, halbes Jahr. Und dann habe ich komplett, also dann war das genug und dann habe ich ein paar Operationen gemacht und eigentlich nicht mehr so viel wie gespielt. Okay. Und wenn du jetzt rückblickend schaust auf alle deine Stationen, wo hat sie am besten gefallen und wo kannst du am meisten lernen sozusagen?
Also ich glaube, man kann was Positives nehmen von jedem Platz, auch Negatives weil von negativen Erfahrungen kann man viel lernen. Ich würde sagen, dass die schönste Zeit fußballerisch war vielleicht die ersten 4 Jahre in Norwegen, weil damals war ich fit, dann hatte ich keine Verletzungen. In die englische Kultur zum Leben oder die Fußballkultur zum Spielen, das fand ich schon was Besonderes. Von Lebensqualität würde ich sagen, ja, es ist schon klar, das ist höchste Qualität in Skandinavien und Island, aber ich genieße das Leben hier, Salzburg. Ich finde das wunderschön hier. So, ich nehme was mit von jeder Station, von jedem Trainer, von jeder Kultur, absolut. Und jetzt zum Abschluss, wenn wir nochmal auf den FC Sölzhofen schauen und zurückkehren. Wie hältst du momentan deine Jungs fit oder wie hältst du jetzt in diesen schwierigen Zeiten den Kontakt mit deiner Mannschaft? Es ist immer die Frage, was will man machen? Also, wenn du hast so eine lange Pause und du weißt vielleicht nicht, wann wir fangen wieder an, dann habe ich mir für das bestimmt, dass ich gebe die Leute kein Programm über die Okay. Winter. Also, die haben das schon vorher gehabt, eine Trainingsprogramm. Dieses Mal habe ich gedacht, dass okay, jetzt geben wir die keinen Druck. Ja? Das ist natürlich viel besser, wenn die Druck kommt von drinnen. Und so hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Ich würde sagen, dass 90% von den Spielern haben mehr oder genauso viel trainiert, als die würde mit Plan. Ja? Ja, das ist natürlich auch ein Vorteil, das ist eine ganz junge Mannschaft. Ich glaube, für viele andere Vereine, wo die Durchschnittsalter ist irgendwo in der Nähe von 30, ist das schon schwieriger. Dann muss man vielleicht Programme haben. Das sind junge Leute, die wollen rausgehen, die wollen laufen. Und die haben auch die Verantwortung ganz gut genommen. So, die haben kein Programm gehabt, bis zur letzten Woche. Dann haben wir wieder ein bisschen Gas gegeben und jetzt hoffen wir natürlich, wir müssen auf die Zahlen schauen, was passiert, aber wir müssen dann hoffen, dass wir bleiben unter dieser 50-Zahl für Münchner Kreis. Und dann dürfen wir endlich am Samstag trainieren. Dann wünsche ich auf jeden Fall viel Glück und danke für die Zeit und dann, wie gesagt, viel Glück im Aufstiegskampf und bis dann. Ciao. Bis dann. Dankeschön. Ciao, ciao.